So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Part 33 mit mir und Alice. Ja, was mache ich eigentlich gerade? Zeitverschwendung, Zeitverschwendung. Wir haben doch keine Zeit. Ab in den Radlerraum. Wird Zeit, dass wir wieder neue Rosenfarben ansammeln, damit wir mehr Lebensenergie bekommen. Na, was passiert diesmal? Wieder ein Rätsel? Hier ist eine Kleinigkeit, um deine Schädeldecke zu lüften. Ganz offenbar ja. Was ist schnell geweckt und stirbt zuletzt? Spielst du jetzt die Unterbelichtete? Wie, das war falsch? Man sagt doch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was ist schnell geweckt? Und Hoffnungen werden auch schnell geweckt. Also warum war das denn jetzt bitte schon falsch? Erst gelb, dann weiß, dann fliege ich fort. Ja. Du erstaunst mich immer wieder. Aber warum war Hoffnung denn falsch? Verstehe ich nicht. Was waren denn die anderen Möglichkeiten? Träume, Baby und irgendwas anderes noch. Ist doch total bescheuert. Das Spiel hatte Unrecht. Mal die Rose rot an. 1 von 4. Jetzt müsste ich auch gleich umgehend wieder hier rausgeworfen werden. Jo. Ich darf nicht mehr rein. Ups. Da kommt man einmal auf die falsche Taste und schon stürzt man in den bodenlosen Abgrund. Kinder, lasst euch das eine Lehre sein. Ach, ich bin ja schon wieder auf der richtigen Plattform. Gut, dann geht's auch direkt zurück. So, eben rüber gehüpft. Und runter gehüpft. Da ist nichts. So. Rein theopraktisch müsste es also jetzt hier weitergehen mit der Story. Die noch nicht zerstörten Kisten bestätigen dies. Oh yeah. Und wieder eine Viecher. Ich finde schon irgendwie krass, dass sie so einen Scheiß in das Spiel integriert haben. Oh nein. Ach nee, das ist dieser komische schwebende Verfall, glaube ich, sollte das darstellen, die Wandmalerei gerade. Müsste eigentlich, ja, da ist er auch schon. Nein, die andere Waffe will ich haben. Och, ich will die andere. Was? Was? Hallo, Ziel wechseln. Alice. Nutze die T-Kanone, um Wände aus der Entfernung zu zerstören. Aha. Ich verstehe, weil ich das nicht mit dem Hammer kaputt hauen kann. Klatsch. Aber da hinten ist doch auch noch was. Soll ich da... Da ist ein Zahn. Genau ein Zahn. Glauben die etwa wirklich, dass ich mein Leben riskiere hier? Für einen einzigen mickrigen Zahn? Die kennen mich echt gut. Aber da hinten ist ja auch noch einer. Keine unsichtbaren Plattformen, die mir helfen. Ah, Hilfe, was war das? Oh, oh, ich habe mich gerade echt schon ein bisschen erschrocken hier. Ah, da komme ich einfach hochgesprungen. Okay, wieder zurück.
Komm hierher. Und gib Gandalf deinen Ring. Nein, falscher Film. Oh nein, ach nein. Nehmen wir mal die T-Kanone. Die sollte es schon mehr bringen. Das ist cool, da habe ich endlich mal eine Möglichkeit, diese blöden Geschirre mit diesen Schutzhelmen aus der Entfernung anzugreifen, ganz sicher. Und denen ihre Verteidigung wegzuhauen. Nein, weg, hau ab! Haha. Noch mehr Enemies? Achso, da hinten. Ja, die sind ja schon ziemlich weit weg. Jetzt probiere ich doch mal eben aus, wie ich... Oh oh. Oh oh, Alice, nein! Oh. Ach, ich kann ja meinen... Ah, ich kann den Regenschirm nur im Zielmodus verwenden, deswegen... Das ist jetzt natürlich ein bisschen verzwickt, weil ich die von hier hinten gar nicht anvisiert bekomme. Aber ich kann trotzdem manuell drauf schießen. Das mache ich jetzt erstmal bei dem Vieh, bevor mich das gleich stört. Das kommt auch durch die Verteidigung durch, das ist gut. Oh nein, da hinten ist so ein fliegendes Vieh. Zurück an den Absender. Jawohl, weg damit. Ach. Okay, dann nehme ich mal lieber wieder die Pfeffermühle from Hell. So, das ist dann jetzt aber hoffentlich der letzte Störenfried hier. So, das wäre geschafft. Was sagt die Zeit? Ah, ich beglücke euch mal noch so 8 Minuten. Oh, was haben wir denn hier? Das erinnert ja schon ein wenig an so eine Art... Bahngleis. Finde ich zumindest. Ah, das ist... Oh Mann, jetzt muss ich mich gerade mal eben am Ohr kratzen. Nee, das ist natürlich immer total kacke, wenn man gerade Kopfhörer auf hat. Ist ein bisschen unpraktisch. Scheint es weiter nichts zu geben. Das muss ich ja immer noch mal kurz absinnen. Absinnen? Was sollte da überhaupt gerade für ein Wort draus entstehen? Also manchmal verstehe ich mich selber nicht. Absichern wollte ich sagen. Absichern durch den Schrumpfsinn. Genau. Schrumpfsinn. Okay, da wartet wieder so ein fetter Verfall. Ich nenne die großen Verfallgegner jetzt einfach nur noch fetter Verfall. Fetter Verfall und kolossal fetter Verfall.
einmal fix anvisiert und draufgeballert, dann hat sich das alles ganz schnell erledigt. Ich frag mich, was für ein neues Kleid ich in diesem Kapitel bekomme. Ich müsste jetzt eigentlich rein theopraktisch so in Kapitel 3 sein, mittendrin gerade. Oh, was ist das? Das Vieh gar nicht gesehen. Vorsicht, dass ich da nicht selber runterfall. Hm, da oben ist was, da will ich hin. Aber kann ich anscheinend noch nicht. Oh. Irgendwie fliegen hier Verfallpartikel in der Luft rum, habe ich das Gefühl. So gesund kann das nicht sein. Alice, ab jetzt wird nur noch durch die Nase geatmet. Denn wie wir alle dazu wissen, sind die Nasenhärchen da, um Schmutzpartikel aus der eingeatmeten Luft rauszufiltern, damit sie nicht in unsere Lunge gelangen. Oder so ähnlich. Na, ja, für dich habe ich was ganz Besonderes hier. Oh, jetzt kann ich den Rest so erledigen. Ah, das gefällt mir, die T-Kanone ruhlt. Oh, 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 oh. Schade. Wäre ja auch zu cool gewesen. Verpiss dich. Keiner mag dich. Ich hab's dir doch schon mal gesagt. Okay, es geht runter und es geht hoch. Jetzt muss ich aber doch noch mal eben kurz zurückgehen und noch mal gucken. Nee, also bisher sehe ich da echt absolut gar keine Möglichkeit irgendwie. Oh, was ist das? Das kann ich gerade irgendwie nicht identifizieren, was mir das sagen soll da. Ich erkenne es nicht. Wahrscheinlich muss ich dann doch erst von der anderen Seite rumkommen, damit ich dahin kann. Okay. Ja, hoch oder runter? Da unten ist eine Blume, deswegen gehe ich erstmal runter. Ah, okay. Oh. Auf nimmer Wiedersehen. So, wie war das hier jetzt? Da ist eine schwebende Plattform. Da oben komme ich da nochmal hoch? Ich probiere es einfach. Und da haben wir auch schon die Antwort. Klar und deutlich. Oh Gott, oh Gott. Es ist so schmal. Es ist viel zu schmal. Nein! Oh! Hätte ich doch erst da nach oben sollen? Ach, Menno, das kann doch vorher keiner wissen. Obwohl, eigentlich hätte ich es mir denken können, man kommt im Nachhinein immer leichter wieder irgendwo runter als irgendwo hoch. In der Regel. Okay, aber da scheint es nochmal Hoffnung zu geben. Hoffnung! Jawoll! Also was hat es mir jetzt eigentlich im Endeffekt gebracht, darunter zu der Blume zu gehen, außer dass ich hier die Plattform sehe, die mich wieder nach hier oben bringen? Strange. Gar nichts, oder?
Naja gut, und wenn ich ganz wenig Lebensenergie gehabt hätte, dann hätte ich die wieder auffüllen können, aber sowas passiert uns ja nicht. Uns doch nicht. Und ein paar Zähne waren dann noch, die hätte ich aber auch von der, wenn ich von der anderen Seite hergekommen wäre, holen können. Ne, ich glaube, die T-Kanone ist schlecht dafür. Bing! So, die Erinnerung schnappen wir uns noch eben. Ich habe eine Zigarette geraucht, Alice. Das war kein Spaß. Was? Tonpfeife? Wie wär's mit Shisha? So. Und dann sage ich auch schon Schluss für diesen Part und bis zum nächsten Mal.